Heute bestätigt sich das, was ich als Reisender in der Zukunft verändert habe, indem ich also nicht wie früher zum Beispiel eine Woche in einem Hotel war oder 4, 5 Tage. Nein, es ist einfach wirklich von größtem Vorteil, wenn man nur eine Nacht bucht und dann eine weitere, zweite oder dritte oder vierte und immer als Einzelnacht. Mal davon abgesehen, dass man immer bei jeder Übernachtung als Member, und das ist nochmal ein entscheidender Unterschied, immer wieder 1000 Punkte bekommt, die man bei 3, 4 Tagen nicht bekommt, verliert man also schon mal bei 7 Tagen, die ich in einem Hotel wäre, einer Buchung 7000 Punkte. Das ist eine ganze Menge. Und wenn ich jetzt sage, ich bin nur an einem Tag da, dann bekomme ich für den einen Tag 1000 Punkte oder ich kann mir eben auch ein Frühstück aussuchen. Und wenn ich feststelle, das Frühstück ist nicht so toll und ich bleibe aber dennoch in dem Hotel einen Tag länger, dann nehme ich für den nächsten Tag lieber die 1000 Punkte und gehe woanders frühstücken. Diese Möglichkeiten, die habe ich wirklich für mich entdeckt und muss feststellen, dass auch jetzt wieder in diesem Hotel, in dem ich jetzt gerade bin, es sich doppelt und dreifach bestätigt hat. Denn die 1000 Punkte sind nur ein Thema. Das andere und das extrem Wichtigere ist, dass man, wenn man nur eine Nacht gebucht hat, auch nur eine Nacht bleiben muss. Und das bringt den Vorteil, wenn mir das Hotel nicht gefällt, kann ich am nächsten Tag einfach ein neues buchen. Das ist bei einer längeren Buchung nicht möglich und nur auf Goodwill mit dem Hotel. Indem man dann sagt, wie jetzt zum Beispiel hier, ich bin im W Dubai Mina Siyahi und ich war wirklich, es hat mich der Schlag getroffen, als ich mitbekam, dass direkt neben dem Hotel eine riesen Baustelle eröffnet hat, die 24/7 am Arbeiten ist und durchgehend hier den Lärm macht und zwar weil sie irgendwelche dicken Flöcke ins Erdreich schlagen. Und dazu kommt noch, dass das Hotel selbst am Eingang auch noch Arbeiten hat, die also wahrscheinlich auch mit Ausbesserungen und Verschönerungen zu tun haben. Das ist ja grundsätzlich kein Problem, aber eben nicht, wenn wir Gäste da sind. Denn wir Gäste zahlen doch 100%. Das Hotel will 100% vom Geld. Also erwarten wir auch 100% Leistung von dem, was man uns aus dem Katalog verspricht. Nämlich die Information, Sie bekommen einen fantastischen Aufenthalt, ein sauberes Zimmer, einen schönen Blick, fantastische Mitarbeiter und natürlich ein leises Zimmer mit leiser Umgebung, wo Sie auch gut schlafen können. Das ist das, was die Hotels versprechen. Guten Service. Und ich meine, ich bin ja in vielen Hotels zu Hause und komme gerade aus dem Hotel The West Inn und bin also den Weg kurz hier rüber gefahren worden, sehr freundlich. Also wirklich, man war so guter Stimmung und kommt hierher und fällt im Endeffekt in ein Loch. Allein schon dieser Check-in-Bereich, das ist dieses klassische W. Also wirklich, ich meine, ich habe es ja oft gesagt, ich will ja nicht mehr im W sein, aber es passte gerade so gut. Und es war eigentlich ein gutes Hotel, das sieht ja auch gut aus. Ich meine, auch dieser tolle Blick, den man da draußen hat. Ja, wenn man so rausguckt, dann ist es natürlich wunderschön, so über Dubai zu sehen und links die Palme zu sehen und da hinten die Welt zu sehen und so. Also, das ist ja alles wirklich nicht schlecht. Aber es ist ja dann schlecht, wenn ich erstens nicht von diesem Hotel vorab informiert werde, dass es direkt in der Nachbarschaft, direkt neben dem Hotel, extrem laute 24/7 Stunden Arbeiten gibt, weil dort extrem lange gebaut wird. Und das Ding ist noch die nächsten Jahre hier. Das heißt, es wird locker 1, 2, wahrscheinlich sogar 3 Jahre, bis die da am fertig sind, bis das fertig gebaut ist. Dazu kommt ja insgesamt, in Dubai wird ja viel gebaut. Das heißt, man hat da drüben eine Konstruktion oder hinten noch eine Konstruktion. Und so wie der Wind steht, kommt man ein bisschen Lautstärke hier rüber. Damit kann man leben. Damit müssen wir auch leben. Aber wir müssen nicht damit leben, wenn uns das Hotel nicht informiert, dass es im Hause selbst Arbeiten hat. Und dass es eben zusätzlich auch noch einen riesen Baustellenbereich direkt nebenan hat. Dafür finde ich es notwendig, dass man uns sagt, pass auf, wir haben diese Arbeiten, bitten um Entschuldigung und wir geben ihnen einen Preisnachlass von 30% oder 35%. Dann wäre man ja zumindest versucht zu sagen, okay, wenn ich also jetzt statt 300 nur noch 200 zahle, bin ich bereit, diesen Stress in Kauf zu nehmen, wenn ich sage, ja, ist es gut. Und wenn ich sage, nein, dann buche ich schon gar nicht, indem ich dann gesagt hätte, okay, dann buche ich eben drüben das W auf der Palme als Beispiel. Also, ich kam dann also hierher, war eigentlich wirklich guter Stimmung und es ist wieder so ein Albtraumhotel. Wirklich, wo ich mich schon wieder nicht wirklich wohlfühle und wo auch nichts stimmt. Die Zimmer noch nicht fertig. Ich meine, und ein Upgrade soll ich ja auch kriegen. Ich habe wohl das Mindeste als Ambassador.
Ich meine, es ist ja nicht ausverkauft, das Haus. Ja, um die Zeit sowieso nicht. Also von der Seite, die Suite, die man hätte mir geben können, liegt auf der anderen Seite, wo die Bauarbeiten sind. Da hätte ich nicht schlafen können. Also verzichte ich ja auf eine Suite, ist ja klar. Dann hat man mir ein Zimmer gegeben auf der anderen Seite, das ist diese Seite, wo ich jetzt bin. Da gibt es aber kein King-Size-Bett, kriege ich nur ein Doppelbett. Also ich meine, das sind doch alles keine Zustände. Und ich meine, ich habe ja auch extra King-Size gebucht. Also es ist ja nicht so, dass ich das nicht gebucht hätte. Wir hatten 16 Uhr. Also ich meine, das Zimmer ist noch nicht fertig. Das hätte schon um 3 fertig sein müssen. Und daran siehst du wieder, wie schlecht dieses Hotel auch auf mich als VIP-Ambassador-Member vorbereitet ist. Ja, warum holt sie sich die Gäste ins Haus? Dann sollen sie sagen, wir wollen diese Mitglieder nicht. Wir schließen diese Mitglieder aus, wir wollen nur Gäste, die bezahlen. Feierabend, da brauchen wir keinen Service bieten und keine Leistung bieten und keinen Status bieten. Dieses Hotel bietet keine Leistung für uns Kunden, für uns Statuskunden. Und wir sind gute Statuskunden. Wir zahlen vollen Preis. Und dann geht der hin und sagt zu mir da unten, machen Sie doch bitte Folgendes, setzen Sie sich kurz hier hin und nehmen Sie einen Drink. Ich meine, wir sind in einem 5-Sterne-Hotel. Sagen, wie wäre das? Und da soll ich ein Prosecco trinken? Ich meine mal ganz ehrlich, erstmal mag ich den Prosecco nicht. Ich habe dann gesagt, dann möchte ich wenigstens Sparkling-Wein. Ja, einen Sparkling-Wein haben Sie nicht. Der Mitarbeiter weiß gar nicht den Unterschied zwischen Prosecco, Sparkling-Wein und Champagner. Also sie hat aber Champagner. Den gab es aber nicht, weil er wahrscheinlich zu teuer ist. Also guck mal, all diese Dinge, da muss man doch sagen, pass mal auf, wenn der Herr Champagner will, kriegt er einen Champagner. Ist unser VIP-Gast. Hier werden VIP-Gäste einfach schlecht behandelt und kriegen nur Discounterzeug. Billigster Prosecco. Also habe ich gesagt, dann nehme ich einen Kamillentee, der kostet das Hotel wenigstens 0 Euro. Also ehrlich, ich bin wirklich stinkig, ich bin sauer. Ich war schon lange nicht mehr so sauer und wurde auch schon lange nicht mehr so enttäuscht wie von diesem W-Hotel in Dubai in Minas Sinai. Also unfassbar, was man hier erlebt. Und ich finde es eine Frechheit, dass man uns das zumutet. Als Kunde, denn wir sind Vollzahler. Und das nächste Thema ist dann, ich habe dann gesagt, okay, ich schaue mir dann das Zimmer an, ob das in Ordnung ist, ob ich hier die Nacht bleiben will. Ich habe ja alles jetzt auf die Nacht organisiert. Das heißt, natürlich hätte ich jetzt noch schnell umbuchen können. Ich wäre dann rüber ins W auf die Palme. Da hätte mich aber auch schon wieder irgendwas Tragisches erreichen können. Ja, also habe ich gesagt, okay, ich warte jetzt, trinke einen Tee, das beruhigt mich und vor allen Dingen meinen Magen, ja, ist ja auch klar. Und dann war es soweit, ich schaue mir das Zimmer an und sage, okay, das ist zumindest ein Queen-Size, also es ist jetzt nicht so ein ganz kleines Bett. Das ist ja wie so wie im Ritz-Carlton, ja, in New York, in Nomad. Da haben sie auch 2 Betten gehabt. Da habe ich gesagt, gut, da kann ich drin schlafen. Und es war zumindest leise. Ich habe also nicht diese Bauarbeiten gehört. Also nochmal der Tipp, wer hierher will und sagt, ist mir egal, was, wie, wo. Wenn, dann und ihr braucht ein leises Zimmer, wo ihr wenigstens schlafen könnt, dann nehmt wenigstens die rechte Seite, wo ihr den Blick auf die Palme habt und auf Dubai. Und nicht die Seite, wo ihr auf die Marina guckt. Denn das ist wirklich ein Problem, denn da könnt ihr nicht schlafen. Das ist richtig, richtig lautes Bums, Bams, Bims. Das ist unfassbar, was man also hier uns zumutet. Und dann sage ich, na, ist in Ordnung. Dann ruft mich, und das ist noch die Frechheit, die dann meinen, sie wären im Guest-Relation-Bereich tätig. Ich habe aber keine Ahnung, wie das Thema funktioniert. Die sollten, ich weiß nicht, Kloschüsseln wascheln, aber doch nicht ein Guest-Relation-Thema machen. Ruft mich jemand an, sagt, ja, schönen guten Tag, Herr Schröder. Ich hoffe, ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung? Ich meine, Sie sind nicht vorbereitet. Hier ist noch nicht mal ein Gläschen. Kein Gruß, keine Karte. Hier ist nichts. Hier gibt's noch nicht mal Wasser. Also noch nicht mal irgendwie, dass man sagen würde, man würde mich nett begrüßen. Ich krieg noch nicht mal ein Obstschälchen hier hingestellt. Ein billiger Apfel ist diesem Hotel noch nicht mal wert, mir als Ambassador-Member ein freundliches Welcome zu wünschen. Wie kann das sein? Wie kann man ein so schlechtes Guest-Relation-Team haben? Wie kann man eine so schlechte Organisation in diesem Hotel haben? Und ich sag mal, 30 Meter weiter ist alles vom Feinsten. Da kommst du an, alles hervorragend, freundliche Mitarbeiter, kompetent, upgraded a suite, laden dich ein in die Club-Lounge mit all den Dingen, die da sind. Und es ist ein fantastischer Aufenthalt. Und hier fällst du regelrecht in ein Loch. Das ist ein Kundenloch ist das. Also kein Hotel, ein Loch. Dieses ist also ein Loch und kein Hotel für uns Member, die ein bisschen Anspruch haben. Ich meine, wer keinen Anspruch hat und wer sagt, es ist mir egal, für den ist ja auch dieses Video falsch. Sondern das ist ein Video für die Menschen, die einen Anspruch haben und die sagen, ich zahle für so ein Hotel, sagen wir mal, $1,000 und für diese $1,000 will ich auch Leistung haben. Wenn jemand sagt, ich habe $1,000 und schmeiße die auch aus dem Fenster, dann ist das falsch. Hier geht es darum, dass wir Gäste sind, dass wir gutes Geld bezahlen und einen fantastischen Service gebucht haben. Und wenn der nicht geleistet wird, kommt es noch dazu. Und kommen wir mal gleich zur Sauberkeit. Dieses Zimmer trotzt vor Dreck.
Wirklich, wenn man darüber fährt, ich fasse schon die Dinge gar nicht an. Alles ist schmierig. Allein wie ich reinkam, dieser Parfumgeruch, das ist ja schlimmer wie im Sofitel. Als habe ich im Sofitel schon gehasst. Da gehen die nämlich anschließend hin und sprühen die Betten und all das voll, damit der Geruch von jemand, der geraucht hat oder sonst was, aus diesem Zimmer über den Parfumgeruch überdeckt wird. Es ist wirklich unfassbar. Ich habe da keine Worte, wie man mit uns hier umgeht. Denn ein bisschen Sprüh und Parfum hier im Raum verteilen und aufs Bettchen verteilen, damit es gut duftet, weil vielleicht auch hier schon wieder die Kissen eben nicht mal nach 2 Jahren endlich gereinigt werden und die Bettdecken nicht gereinigt wurden, weil immer wieder drüber gezogen wird und nichts richtig sauber gemacht wird. Unter dem Bett Schmutz, Dreck, Schmiererei. Es ist egal, wo du hinkommst. Hier steht ein Aschenbecher auf dem Ding draußen. Bin ich im Nichtraucherzimmer oder im Raucherzimmer? Wenn ich in einem Nichtraucherzimmer bin, da braucht da kein Aschenbecher draußen stehen. Ehrlich, also ich habe mich schon lange, ich habe es gesagt, nicht mehr aufgeregt, aber das regt mich auf. Ich finde es unverschämt. Ich muss sagen, ich übernachte jetzt diese Nacht hier, mache jetzt diese Review, damit man eben auch weiß, dass andere wissen. Albtraumtechnisch, albtraumtechnisch. Klimaanlage ist nicht wirklich abzustellen, es läuft trotzdem weiter. Also du stellst die ab und dennoch läuft sie weiter. Ich könnte jetzt noch viele kleine Einzeldetails nehmen. Es ist entscheidend. Man muss sich entscheiden als Kunde, will ich in einem Hotel wohnen, wo also links eine riesenlaute Baustelle ist? Und der Witz ist, die gesamten Suiten, alle Suiten sind auf der linken Seite, wo die Baustelle ist. Das heißt, für dich Gäste, die richtig viel Geld hier lassen, ist das fast keine Übernachtung. Also entweder saufen die sich einen zu, legen sich ins Bett hier und pennen oder haben sich sonst was reingedröhnt. Ich als anspruchsvoller Gast, ich könnte in einer Suite, wo direkt nebendran eine extrem laute Baustelle ist, nicht eine Nacht übernachten, weil ich gar nicht hier schlafen könnte. Das würde mich ja verrückt machen. Extrem schlechtes Hotel, schlechtes Guest Relation Team, schlechte Mitarbeiter. Uns als Gast Lautstärke, Bauarbeiten und sowas zuzumuten, dafür voll zu bezahlen, ist für dieses Hotel ein absolutes No-Go. I'm tired of the fires, I'm tired of the pressure. I don't wanna go wherever you go, cause love is a waste. And you got me a fist, and I don't want to feel like an outbreak, but I'm so tired of this, I'm tired of the fires, I'm tired of the pressure.